Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Baskalationskanal. Ihr wisst Bescheid, wir reagieren auf Shero 047. Supporter wollte gerne, dass ich darauf reagiere und machen wir natürlich auch. Und ja, wir gehen einfach direkt rein. Sturmfrei ist der Song und produziert wurde das Ganze von Clear und Lolo. Was hast du gemacht? Dieses Lolo, was hast du gemacht? Das ist so, so jeder Produzent hat so sein Ding, damit man so erkennt, von wem der Beat ist. Finde ich eigentlich immer ganz nice, Alter. Was hast du gemacht? Du willst mich, du hast sturmfrei. Vollst und draußen ist Mondschein. Ist egal um welche Uhrzeit, 24-7 Kopfschaut, doch sie ist zu heiß. Aus der Haustür mit den Yes und Bling Bling. Jeder fängt so an, für zu Hause Gewinn bringen. Abgefuckte Lage, sagt mein Homie, kein Wunder. Rap-mäßig hört er jetzt erstmal, hört sich erstmal ganz nice an, so. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, wow, Digga, das wird der nächste Superstar. So, du kennst es ja, manchmal hat man so direkt so einen Einstieg und man denkt sich, fuck, Alter. So, ist okay, so mäßig. Haustür mit den Yes und Bling Bling. Jeder fängt so an, für zu Hause Gewinn bringen. Abgefuckte Lage, sagt mein Homie. Kein Wunder, denn die Schläge sind zu sehen von der Police. Fuck the Police. Ja, nice, Alter. Ist nice, muss ich schon sagen. Hören wir nochmal rein hier. Fängt so an, für zu Hause Gewinn bringen. Abgefuckte Lage, sagt mein Homie. Kein Wunder, denn die Schläge sind zu sehen von der Police. Fuck the Police. Ob das. Abgefuckte Lage, sagt mein Homie. Kein Wunder. Wir sind so abgefuckt von der Police, so fuck off the Police, Digga. Ist nice. Ist natürlich, habe ich nicht perfekt wiedergegeben und so, aber ihr wisst schon, Alter. Gefällt mir gut, der Teil. Kein Wunder, denn die Schläge sind zu sehen von der Police. Fuck the Police. Ob das richtig ist, was ich hier alles tue. Ich bin müde von dem Weg in diesen Schuhen. Ah, jeder ruft meinen Namen, keiner fragt, geht's dir gut? Häng in Snap-up auf locker mit einer Chick von LaVou. Es hängt mit der Chick von Lovu. Ja, ich könnte mir vorstellen, die Line, die fühlen die Leute auch, wenn sie sie hören, weil sie kann sich damit identifizieren. Wenn die Leute dir natürlich erzählen, was für Gucci-Marken und Uhren sie sich gekauft haben, wovon der Fan erstmal im Normalfall sehr weit weg ist, kann sich mit sowas natürlich sehr geil identifizieren. Ist erstmal ganz nice so. Ist jetzt natürlich keine Line, wo du jetzt sagst, krass oder so. Ist eher so, muss man schon so schmunzeln. Fragt, geht's dir gut? Häng in Snap-up auf locker mit einer Chick von LaVou. Ring, ring, ring von der Catch. Auf Tinder fing es an mit dem Match. Die nächste landet heute mit mir im Bett. Alles dreht sich um Sex, Sex, Sex. Du willst mich. Ja, hier wird die Playboy-Attitude hier rausgeholt auf jeden Fall. Aber es hört sich nicht geil an, Alter. Muss man hier auch mal sagen. Das gefällt mir hier nicht. Wovor er gerade mit dieser Polizeiline ganz gut gekommen ist, auch einmal mit so also erwähnen mit den Apps, so kann man machen, so, aber zweimal ist schon ein bisschen viel, finde ich. Chick von LaVou. Ring, ring, ring von der Catch. Auf Tinder fing es an mit dem Match. Die nächste landet. Auch dieses Wing, 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 what is match? Digga, ist nicht so mein Ding, Alter, aber okay. Heute mit mir im Bett. Alles dreht sich um Sex, Sex, Sex. Du willst mich, du hast sturmfrei. Vollst und draußen ist Mondschein. Ist egal um welche Uhrzeit. 24-7 Kopfschrott, doch sie ist zu heiß. Du willst mich, du hast sturmfrei. Ich sag euch ganz ehrlich, so, ich kann es irgendwo nachvollziehen, so, wenn man es feiert, so, aber ich bin euch ganz ehrlich, so, ist kein Sound, der so für mich gemacht ist. Aber, Digga, jeder soll hören, worauf er Bock hat, sag ich immer wieder. Ja, und Musik ist sowieso Geschmackssache, ne? So, erstmal, er kann rappen, so, ne? Das merkt man. Aber bestimmte Sachen, die er macht und die Aussage, die er hier getroffen hat auf den Song, so, die fühle ich nicht und, teilweise auch dieses, was solches Adlibs nennen, was feiere ich halt überhaupt nicht. Nicht Adlibs an sich, sondern mit diesem Wing, Wing, Wing. Digga, muss nicht sein, Alter. Und draußen ist Mondschein. Ist egal um welche Uhrzeit. 24-7 Kopfschrott, doch sie ist zu heiß. Morgens um 5:30 Augen zu. Sie schreit, mach mit mir, was du willst, ohne Tabus. Frag, ob ich komme, sie ist heiß so wie Glut. Doch der Tag war miserabel, vielleicht ändern sie ihre News. Doch.
die Thematik des Tracks, die ist nice, wirklich nice, feier ich. Habe ich ja auch erst gesagt, wegen dieser Lovu-Dings. Ist cool gemacht so. Das war vorhin die Stelle, die ich nicht so gefeiert habe, ne? Und teilweise so ein, zwei kleine Adlibs-Dinger vielleicht noch. Aber ansonsten ist die Thematik des Songs, die ist nice. Hören wir nochmal rein hier. Morgens um 5:30 Augen zu. Sie schreit, mach mit mir, was du willst, ohne Tabus. Frag, ob ich komme, sie ist heiß so wie Glut. Doch der Tag war miserabel, vielleicht ändern sie ihre News. Ich geh und brech heute ihr Herz. Sie ist verliebt, doch ich mach. Ja. Fängt es wieder sehr nice an. Dann kommen wieder die Autotune-Spuren. So gefällt mir nicht so. Wieder ein krasser Einstieg im Part, wie vorhin beim ersten Part auch. Und dann ist leider wieder so, wie soll ich sagen, etwas schlechter geworden. So für mich. Wie gesagt, das ist nur eine Reaction zu meinem Geschmack zu dem Song. Ist dich ernst, Mann. Wieder Freitag, ich schmink dich verrät. Heute Nacht gibt es ab, lass mich in Ruhe. Wenn du willst, dass ich dich nicht enttäusch. Selber schuld, wenn du meine Storys mitverfolgst. Wo ich bin, was ich mach, wann ich Zeit hab. Ja, so, wenn ich dich verletze, selbst schuld, wenn du mir so nacheiferst, so. Ja, ich sag ja, die Thematik des Songs, Alter, kann man so machen, aber hätte man noch krasser machen können, so aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Pusht ihn auf jeden Fall, wenn ihr die Musik feiert, ne? Digga, nur weil es nicht mein Lieblingssong ist, Digga, vielleicht feiern ihn 200.000 andere so, wisst ihr? Sei nicht sauer, wenn ich geh und dich allein lass, bye, bye, bye. Du willst mich, du hast stumm frei. Frost und draußen ist Mondschein. Ist egal um welche Uhrzeit, 24-7 Kopfschrott, doch sie ist zu heiß. Du willst mich, du hast stumm frei. Frost und draußen ist Mondschein. Beat ist auch so okay mäßig, also geht so, also kann man machen, ragt aber auch nicht heraus, finde ich. Ja, es ist mehr als okay, ist auf jeden Fall von mir aus nicht drin. Was soll ich sagen? Ich habe eigentlich alles dazu gesagt, wir können mal gucken, ob noch was passiert. Ist egal um welche Uhrzeit, 24-7 Kopfschrott, doch sie ist zu heiß. Und erst der Track ist leider zu kurz. Und zweitens, die Einstieg jeweils im ersten Part und im zweiten Part sehr, sehr nice. Die Thematik des Songs ist nice. Aber der Rest, habe ich ja schon gesagt, viele Sachen in dem Song, die mir nicht gefallen haben, habt ihr auch schon in der Reaction gehört. Und ja, schreibt mir eure Meinung dazu natürlich gerne in die Kommentare. So, ihr wisst, wir können über alles diskutieren im Rap. So, ich habe gegen keinem was. Ich gönne jeden so. Ich sage einfach nur offen und ehrlich meine Meinung so. Und ja, wenn mir ein Song mal nicht gefällt, gefällt er mir nicht. Wenn ich den Song total abfeiere, feiere ich ihn ab so. Ja, aber wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr überhaupt so feiert wie ich, abonniert doch gerne meinen Kanal.